So complicated when it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Your love is like hanging on a river. Your love is like hanging on a river. It hurts so good. Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich einen neuen Teil Cicis Reaktion für euch. Heute kommt tatsächlich schon der nächste. Ich glaube, ihr merkt, ich bin momentan wieder gut in diesem ganzen YouTube-Game. Ich lade regelmäßig hoch, ich gebe mir echt Mühe. Deshalb würde ich mich auch echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr nichts mehr verpassen wollt und auch die Glocke aktiviert. Das würde mich wirklich sehr freuen. Heute sind wir tatsächlich schon bei Teil 20. Ist für mich irgendwie ziemlich krass, weil ich echt nicht damit gerechnet hätte, dass ich so viele Teile machen werde. Ich dachte so vielleicht 4, 5. Aber es gefällt euch immer noch. Deswegen gibt es heute den 20. Teil. Und ich wäre ja nicht Cici, wenn ich mir nicht was überlegt hätte. Und zwar dachte ich mir, da wir heute beim 20. Teil angelangt sind, gibt es heute 20 Musical.ly's in diesem Video zu sehen. Das heißt, ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr groß drum rum, denn wir haben einiges vor uns und los geht's. Ganz kleiner Fakt am Rande, draußen geht gerade die Welt unter. Also falls ihr irgendwas donnern hört, I'm sorry. Did you just call me a bitch? Bitch is a dog. Dogs bark. Bark comes from trees. Trees come from nature. Nature is beautiful. So boom, you just called me beautiful. Das habe ich noch nie gesehen. Diese Audio, also dieses Musical.ly, habe ich echt noch nirgends gesehen. Finde ich lustig. Erinnert mich wirklich sehr an mich. Ich bin nämlich auch so eine Person, die momentan diese ganzen Filter und Effekte und alles, was man jetzt mit dem neuen Update machen kann, ganz gerne ausprobiert. Ich habe übrigens auch ein Video dazu gemacht, wo ich nochmal so ein bisschen erklärt habe, was man alles so jetzt machen kann mit dem neuen Update, wie man live gehen kann und was es für Neuheiten gibt und so. Ich weiß, der Großteil weiß schon, wie das alles funktioniert, aber ein paar hatten mich gefragt, deswegen habe ich ein Video dazu gedreht. Ich verlinke es euch in der Infobox und beim i hier oben. Ich glaube, es ist hier. Schaut einfach mal da vorbei, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Voll süß! Ich kenne sie auch. Sie war in Berlin im Dungeon mit mir zusammen. Sie hatte das damals gewonnen. Ich glaube, 5 Mädels hatten das gewonnen und sie war eine davon. Und sie kam, glaube ich, extra aus Bremen. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, weil ihr wisst, Gedächtnis wie ein Sieb und so. Aber ich glaube, sie kam von ein bisschen weiter weg. Und ich fand das so süß, dass sie extra kam und ich habe mich voll gefreut. Und ich finde, das Musical.ly hat sie auch richtig, richtig schön gemacht. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you put my key to Das ist so süß, wenn ich sowas sehe, da geht mir irgendwie so, keine Ahnung, mein Herz geht auf. Ich weiß nicht. Ich bin so unfassbar dankbar und ich finde das so schön, dass es so viele Mädels und Jungs gibt, die mich so krass unterstützen und mich so sehr feiern. Das zum Beispiel ist Xenia, sie hat auch eine Fanpage für mich. Und ihr habt ja gesehen, sie hatte eine Wand, wo ganz, ganz viele Fotos einfach sind, die so mit mir zu tun haben, wo wir zum Beispiel zusammen drauf sind, weil sie hat mich auch schon 2, 3 Mal, glaube ich, getroffen. Und wenn ich sowas sehe, da schießen mir immer direkt die Tränen in die Augen. Egal, ob ich das auf Instagram sehe, auf Musical.ly oder sonst irgendwo. Ich bin da so dankbar und ich bin so stolz, dass es so viele süße Mädels gibt, die mich so krass supporten. Und ja, finde ich richtig, richtig, richtig schön. Ich kenne sie, ich habe sie schon öfter mal auf der Für-Dich-Liste gesehen und ganz, ganz oft steht unter ihren Musical.ly's, dass sie zu lange Fingernägel hätte und zu oft geschminkt wäre. Ich persönlich finde, sie macht Musical.ly echt gut. Ich finde, da sind echt coole Musical.ly's dabei. Und dieses, du bist zu viel geschminkt, das bekomme ich auch so oft gesagt. Dabei schaut euch mal meine Musical.ly's an, ich habe da kaum Lidschatten oder sowas drauf. Alles, was ich jetzt im Gesicht trage, trage ich auch in den Musical.ly's. Das ist ein Lippenstift, ein Make-up, Wimpern, Highlighter und Kontur und die Augenbrauen mache ich mir ein bisschen und mehr habe ich nicht drauf. Klar, es ist nicht wenig Schminke, aber es ist auch nicht viel Schminke. Es gibt Leute, die baken sich das Gesicht krass oder die tragen Lidschatten oder die tragen Wing, der von China bis nach Deutschland geht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen verstehe ich das immer nicht. Und selbst wenn man viel Schminke trägt, dann ist das doch eine Sache, die einem selbst überlassen ist. Es ist doch
dein eigener Körper. Ihr könnt doch selbst entscheiden, ob ihr viel Schminke tragt, ob ihr wenig tragt, ob ihr eure Haare blau färbt, ob ihr die lila färbt. Und da hat kein anderer ein Recht drüber, irgendwas dazu zu sagen. Ihr könnt sagen, ja, das ist schön oder es gefällt mir nicht so gut, aber dann drunter zu schreiben, ey, du bist voll hässlich oder was sind das für Nägel, finde ich schon richtig assi. Und ich finde gar nicht, dass ihre Fingernägel so extrem lang sind. Ich meine, wenn es ihr gefällt, meine sind jetzt auch nicht gerade kurz. Das ist ja eine Geschmackssache. Und ich finde die Haarfarbe auch sehr, sehr cool, die sie da gerade hat. Ich glaube, mittlerweile hat sie wieder eine andere, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ich finde das cool. Ich schau dir ins Gesicht und denk an Regenbögen. Die sind wenigstens schön, nur dein Face ist störend. Ach ja, ich muss dir da noch so ein Ding erzählen. Aber du wirst das bestimmt verstehen. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Das Musical wurde auf jeden Fall richtig gefühlt. Das ist mir schon so oft aufgefallen. Es gibt so ein paar Leute, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, weil wer sagt schon, was richtig und was falsch auf Musical.ly ist. Aber es gibt so ein paar Leute, die machen da einfach nur so und singen das dann so nach und fühlen das so. Und wir Mädels oder auch Jungs, die Leute, die sich so ein bisschen mehr mit Musical.ly befassen, habe ich das Gefühl, die machen dann halt auch die passenden Bewegungen und sowas, was halt alle so machen. Und sowas ist schon sowas, was man eher seltener sieht auf Musical.ly. Monster, how should I feel? Creatures like finde ich nicht schlecht, vielleicht hätte er ein bisschen mehr lachen können, aber das ist ja auch Ansichtssache. Bei solchen Songs gibt es viele, die halt einfach dann dementsprechend auch schauen. Aber ich finde es auch cool, dass er diesen Effekt mit eingebaut hat, dass das Mädel dann da im Hintergrund mit drin war. Gefällt mir. Ich finde es so cool. Ich habe es, glaube ich, auch schon im letzten Teil gesagt. Ich finde diesen Tanz einfach sowas von geil. Aber ich bin so eine der Personen, die das irgendwie nicht gebacken bekommt. Ein süßes Lächeln hat sie auf jeden Fall, würde ich sagen. Irgendwie kam mir das so vor, als wäre das Musical.ly voll kurz gewesen. Aber ich fand's richtig cool. Also ich find's jetzt gut gemacht. Du Seepferdchen? Ich hab Hund und Katze. Was zum Teufel soll ich mit dem Seepferdchen? Das Abzeichen. Hast du Seepferdchen? Was denn nun, Abzeichen oder Seepferdchen? Einfacher gefragt. Warst du überhaupt schon mal in einem Gewässer, wo du nicht stehen konntest? Nein. Alles klar, dann hast du kein Seepferdchen. Sag ich doch, was soll ich mit dem Seepferdchen? Ich war so eine der Personen, die Sandra am Anfang überhaupt nicht gefeiert haben. Meine Schwester hat die sich damals schon immer angeguckt, wo es die noch gar nicht auf Musical.ly gab. Und ich war immer so, Alter, guck die sich schon wieder Sandra an. Wie kann man sich das angucken? Das ist doch Volksverdummung. Aber mittlerweile, so wo ich das Ganze auf Musical.ly mitbekommen habe, musste ich echt über manche Sachen richtig lachen und finde es richtig cool. Auch das finde ich richtig lustig. Habe auch öfters schon mal ein Musical.ly dazu gemacht. Deswegen, ich finde das cool gemacht. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons in. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht. Ich finde, das hat sie echt cool gemacht. Also, keine Ahnung, ich finde, da passt alles zusammen. Der Hintergrund ist schön. Sie hat sich hübsch zurecht gemacht und coole Bewegungen gemacht. Das gefällt mir. She got me up all night, drowning out these love songs. She got me up all night, and I'm singing this love song. She got me up all night. Finde ich nicht schlecht, finde ich so an sich eigentlich ganz cool. Nur vielleicht hätte sie am Anfang ein bisschen mehr lachen können. You're so freaking cute. I think I could get used to you. Oh, oh. Got me like oh. Wenn ihr dieses Reaktion verfolgt habt, wisst ihr, ich bin ein Fan davon, wenn man Musical.ly's mit irgendwelchen Freunden macht. Deswegen, Thumbs up, finde ich richtig cool. Finde ich auch cool, dass sie sich so ein bisschen abgesprochen haben und so ziemlich dasselbe gemacht haben. Finde ich richtig, richtig cool. Wie oft habe ich eigentlich jetzt schon cool gesagt? Bei jedem Mal cool müsst ihr aufstehen und einen Hampelmann machen. Viel Spaß. Finde ich richtig, richtig cool.
Fan davon, wenn man sich traurige Musicals raussucht und dazu einfach ein Musical macht, das schwarz-weiß macht oder auch in Farbe, wie auch immer. Und dann einfach was Cooles so zeigt in dem Musical. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, dass ganz, ganz viele eher so der Fan davon sind, wenn viel Stimmung im Musical ist, wenn man viel lacht und wenn man gute Laune bekommt. Aber ich mag das auch, wenn man manchmal einfach so eine diepe Stimmung hat und das alles so aufeinander abgestimmt ist. Finde ich ganz cool. Habe ich auch noch nicht so gesehen, finde ich. Ich finde die beiden irgendwie süß, keine Ahnung. Irgendwie strahlen die sowas Süßes aus. So an sich ist die Idee ja gar nicht schlecht. So erst so traurig, fröhlich und dann sauer. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, schon wieder sage ich die ganze Zeit cool. Das ist mein Wort. Bist du noch damals die Tagebuch rein? Okay, cool. Das ist wie bei Nigger, nur ich selbst darf mich Fotze nennen. Bin ein Mädchen mit Berliner Schnauze. Wenn mir was nicht passt, halt die Schnauze. Und wenn das nicht reicht, auf die Schnauze. Note, warte, ich komm zu dir nach Hause. Ist auf jeden Fall ein Song, der ein bisschen krasser ist als die anderen Lieder, würde ich sagen. Ich habe den schon öfter mal jetzt auch für dich gesehen und beziehungsweise gehört. Und am Anfang dachte ich mir so, Alter, was ist das? Mittlerweile denke ich mir so, irgendwie ist das cool. Irgendwas hat der Song so mit Berliner Schnauze und so. Finde ich irgendwie cool. Und ich finde, sie hat das auch gut umgesetzt. Sie hat das mega cool gemacht. Ich will sie mit einer Limousine abholen, doch sie sagen, nein, so geht es nicht. Ich seh dich nicht, nichts überredet mich. Ich bin nicht so leicht zu haben. Nein, ich hab keinen Durst. Ich hab ich aufsatt. Los, Junge, hau ab. Sobald ich deine richtig hübsches Mädchen. Und ich mag die Art, so wie sie diese Musicals macht. Dieses Einfache. Aber trotzdem mag ich das gern. Ich finde, das ist richtig cool. Ach, scheiße, jetzt erwische ich mich als selbst wieder dabei, wie ich cool sage. I'm sorry. Hat er richtig, richtig gut gemacht, finde ich, weil ich weiß selbst, wie viel Arbeit das ist, so ein Transition-Musical zu machen. Falls ihr das schon mal ausprobiert habt, wisst ihr es wahrscheinlich auch, dass es echt viel Arbeit ist, weil man ja immer wieder stoppen muss und immer wieder zu dem anderen Platz laufen muss. Deswegen finde ich das echt gut. Das hat er echt cool gemacht. Ich will nicht hübsch sein. Ich will nicht cool sein. Ich will einfach nur ich sein. Eine richtig, richtig coole Message auf jeden Fall. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal was sagen. An alle Mädels und auch Jungs, die sich gerade nicht gut fühlen, weil sie vielleicht gemobbt werden oder weil sie unzufrieden mit sich selbst sind. Erstens, ich verlinke euch ganz, ganz oben in der Infobox ein Video über das Thema Mobbing. Vielleicht kann ich euch mit dem Video ja ein bisschen Mut machen und ihr fühlt euch ein bisschen besser. Aber so aus Erfahrung und im Allgemeinen kann ich sagen, Leute, man muss sich selbst lernen zu akzeptieren. So schwer das auch ist, man muss sich einfach lernen zu akzeptieren. Es kann nicht jeder Mensch gleich sein. Manche haben zum Beispiel eine komplett andere Veranlagung, sagt man das so? Veranlagung, so sagt man das. Und haben deswegen einen anderen Körperbau und sind vielleicht etwas dicker oder etwas größer. Ich zum Beispiel, ich bin 1,78 groß und ich glaube, wenn ich komplett dünn wäre, also so eine komplette Bohnenstange, würde das komplett scheiße aussehen. Deswegen ist es gar nicht schlimm, dass ich ein bisschen breitere Hüften habe und ein bisschen mehr S. So viel S habe ich jetzt auch nicht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir sind halt alle einfach verschieden und das sollten wir lernen zu akzeptieren. Dann machen wir uns nämlich auch nicht mehr so fertig. Und wenn du dich akzeptiert hast und mit dir selbst zufrieden bist, dann ist es auch schwer, dass andere Leute auf dir rumhacken können oder dich fertig machen können, weil du dich selbst einfach liebst und so magst, wie du bist. Und dann kommt da auch kein anderer mehr durch oder dran. Das war das Wort zum 20. Cicis Reaktion Teil. Wollte ich einfach mal sagen und euch vielleicht so ein bisschen zusprechen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man sich einfach so blöd fühlt und sich selbst nicht mag und seinen Körper nicht mag oder seine Haare oder so. Deswegen Kopf hoch, Leute, lächeln und an sich selbst glauben und sich selbst akzeptieren und dann wird alles gut. Amen. So Leute, an dieser Stelle beende ich den 20. Teil Cicis Reaktion. Falls ihr einen neuen Teil wollt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich sehen kann, ob ihr einen neuen Teil sehen möchtet. Ansonsten könnt ihr mir gerne auf Musical.ly folgen, auf Instagram und auch Snapchat. Ich heiße überall CiciLicious YT.
Ich lade jeden Tag Musical.ly's hoch, jeden Tag ein Instagram-Bild und bin auch sehr aktiv auf meiner Snapchat-Story. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt und vielleicht Lust habt, Teil meines Lebens zu werden. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um keinen Seasons-Reaktion-Teil und andere Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und vielen Dank fürs Zusehen. Bye! More than you can see. When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder.